So, mal gucken, wer sich hier versteckt. Ist das hier eine goldene Figur? Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Creepmeer-Kanal. Leute, heute gibt es was ganz Neues für euch. Oh, ich freue mich riesig, denn wir werden heute 12 Überraschungseier auspacken. Aber das sind keine normalen Überraschungseier. Das sind Playfoam oder auch Foamclay, Wolkenschleim-Überraschungseier. Das sind die Pearls oder Pearls. Ist ab 5 Jahren geeignet. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man es ausspricht. Und wir bekommen hier raus insgesamt 12 Tierchen. Zum Beispiel den Orlando oder Peanut, Webster, Chili, Speedy. Mal gucken, ob wir alle 12 heute sammeln können. Ja, wir werden hier so eine Art das ganze Display hier öffnen. Also 12 Stück werden wir hier direkt mal öffnen. Diese Überraschungseier in verschiedenen Farben. Das ist hier so Wolkenschleim, glaube ich, oder Foamclay. Hier heißt es halt Playfoam. Ne? Ich glaube, sonst heißt es auch Schaum. Schaumlehm oder irgendwie sowas. Ganz wörtlich übersetzt. Aber wir nennen es jetzt erstmal Wolkenschleim, irgendwie sowas. Und wir werden jetzt heute alle 12 auspacken. Yes, wir werden alle 12 auspacken und mal gucken, ob wir auch alle sammeln können. Wir gehen ein bisschen zurück und entscheiden uns für Nummer 1. Hier haben wir das. Surprise Toy Inside. Okay, das können wir eigentlich so lassen. Oh, wir haben hier irgendwelche Förmchen. Jetzt ist die Frage, wie wir das hier natürlich aufbekommen. So, das ist meine erste. Ah, wobei, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Aber warte mal, das wollte ich gar nicht so öffnen. Muss ich dann alles jetzt hier abmachen? Hm. Anscheinend, ja. So, dann wird's hier aufgemacht. Oh, wir haben hier ganz viel Wolkenschleim. So, holen wir mal alles raus. Hier ist auf jeden Fall mega viel Playfoam. Den wir auch hoffentlich irgendwie mal jetzt hier rausbekommen. Ja. In der Farbe Lila ist das jetzt mal. Oh, der knistert so toll. Der hört sich klebrig an, ist er aber gar nicht. Ne, es klebt auch gar nicht an den Händen. Und hier unten haben wir auch sogar noch ein bisschen. Habe ich schon gesagt, dass er ab 5 Jahren geeignet ist? Ja, habe ich schon. Natürlich. Sollte man diese Dinge jetzt nicht in den Mund nehmen oder jegliches, dann kann aber sonst kann nichts passieren. Wir haben hier noch eine Karte unten, glaube ich. Look for the golden pearl, okay? Oder Pearl. Also der Foamclay hier, der Wolkenschleim, ist schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Der kann wahrscheinlich auch wieder zugemacht werden. So. Dann schauen wir uns unser... Oh, hier ist sogar noch ein bisschen. Unseren Pearl mal an. Oder Pearl, wie wird's ausgesprochen? Pearl, ich sag Pearl. Und wer ist das? Ist das der Speedy? Kann das... Ist ein Panda auf jeden Fall. Hallöchen. Und das hier ist der... Na, wer bist du? Es ist der Lucky. Okay, es ist der Lucky, der Glückliche. Er heißt aber Lucky. Cool. Okay, du kommst wieder rein. Lucky, du bleibst hier. Wir machen mal hier grün auf. Ja, wir machen heute tatsächlich alle 12 Foamclay Wolkenschleim Überraschungseier auf und gucken mal, ob es hier alle 12 zu sammeln gibt. Das ist die Serie 1. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Series gibt. So. Und an die Seite. Und dann. Diesmal grün. Oh, und wie das. Das ist ja neongrün. Schön, alles raus. Hier sehen wir auch schon die Überraschung. Und auch der grüne Foamclay. Das, wie das leuchtet ja schon richtig, Leute. Guckt euch das mal an. Auch super Qualität. Ist ja auch ein bisschen Glitzer drin. Ja, ich glaube, ein bisschen Glitzer ist ja auch drin, Leute. Ne, also hier. Schöne Farbe. Fällt mir richtig gut. Okay, das war das. Dann machen wir das mal auf. Mal gucken, wer hier drin ist. Ich hoffe, jemand anderes. Ja, hier ist jemand anderes. Ein Bärchen. Hallöchen. Und du bist der Peel. Peel. Ich glaube Peel. Der hier. Ja. Das bist du. Also wir haben schon mal zwei verschiedene. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Cool. Okay. Das war nicht ich. Du kommst jetzt wieder hier neben. Wir zoomen mal wieder ein bisschen raus. So, dann nehmen wir blau hier. Können wir das eigentlich so vielleicht schon? Ne, so geht das nicht. Also wir müssen es tatsächlich immer so ein bisschen erst
So. Dann haben wir hier das wieder aufgemacht. Diesmal haben wir blau hier. Auch schöne Farbe. Wo ist denn unsere Überraschung? Da sehe ich unsere Überraschung. Ach, die blaue Farbe gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, Leute. Die Farben hier allgemein. Und auch der Foam Clay, Play Foam, der Wolkenschleim, ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, gefällt mir. So, mal gucken, wer sich hier versteckt. Ist das hier eine goldene Figur? Ich glaube schon. Eine goldene Ente. Da kommt schon fast die Feuerwehr. Hat die auch einen Namen, die Ente? Nee, ich glaube nicht. Oder doch, das ist, glaube ich, Webster. Webster in Gold. Okay, cool. Damit hätten wir eine goldene Figur. Klasse. So, wir haben 3 von 12. Machen wir mal auf und gucken, was denn hier so drin ist in der Überraschung. Im Pinken hier auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Richtig schön, wie das knistert. Toll, oder? Schöne Farbe. Sehr schön sogar. Gucken wir mal, wer sich hier drin versteckt. Oh, da ist jemand rausgefallen. Oh, und wir haben hier... Haben wir Chili. Chili. Chili Willy. Sehr schön. Unsere 4. Figur. Klasse. Dann weiter mit Gelb. So, gucken wir mal da, was da so geht. Gelb ist auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Hier vom Foamclay. Oh. Schnapp ich mir mal direkt was. Komm, hol mal alles hier raus jetzt. Schön. Ich musste mir kurz ein Pflaster holen. Ich habe mich geschnitten, nicht an der Verpackung oder so, sondern wo ich das eben aufmachen wollte, habe ich mich an der Schere geschnitten. Also ganz, ganz vorsichtig, nicht selber machen, ne? Dann gucken wir mal, wer hier drin ist. Aber wie gesagt, schöner Foam Clay kommt hier rein. Das ist jetzt kein Nagellack. Star Wars, guck mal. Wieder zugemacht. Mal gucken, wer sich denn hier versteckt. Oh, den hatten wir schon. Das ist doch der Chili. Den hatten wir schon. Also werden wahrscheinlich nicht 12 verschiedene Figuren heute rausbringen. Ist aber nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Machen wir weiter. Würde sagen, ich habe mir schon geöffnet. Machen wir das zweite Pink auf. So, jetzt machen wir das mal auf. So. Oh, ich liebe das, wenn man hier sowas öffnen darf. Wieder eine sehr, sehr schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Mal gucken, wer denn heute hier rauskommt. Also diesen Foam Clay könnt ihr natürlich danach noch schön benutzen, um selber damit zu spielen. Wer ist denn in Überraschungsei Nummer 6 drin? Au, oh, wieder jemand Neues. Das könnte eine kleine Katze oder ein Tiger sein. Das ist Kitty. Ja, eine Katze. Ein Perl. So, Figürchen Nummer 6. Kommen wir zu Figürchen Nummer 7 bei den Perls. Da. Klebt so viel. Oh, auch eine schöne Farbe. Also, was sind das denn heute hier für tolle Farben? Auch hier haben wir natürlich eine Überraschung drin, die uns nicht vorweggenommen wird. Schön. Hier auch wieder. Hattet ihr schon mal Foam Clay in der Hand? Also Play Foam? Richtig toll. Elefant. Und das ist... Wer bist du? Wer bist du? Du bist Peanut. Hallo, Peanut. Wir haben schon ganz viele Figürchen. Guckt mal. Guckt mal. Schön, ne? Dann machen wir mal weiter. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Es kommt jetzt Nummer 8. Kümmern wir uns mal um Nummer 8. Das ist eher ein anderes Grün. Das ist jetzt so Mintgrün eher. Aber auch sehr schön. Hier ist die Überraschung ein bisschen weiter oben versteckt. In diesem Fall ein bisschen tiefer. Sehr schön. Oh.
Und hier unten sind, wie gesagt, immer so kleine Heftchen. Ne? The Golden haben wir jetzt aber schon gefunden. Na, ein. Ich glaube, goldene kann man dann auch sammeln. Heißt das, man kann 24 insgesamt sammeln? Einmal die goldene Version und einmal die normale? Ich weiß es nicht. Hm. Machen wir auf jeden Fall erstmal auf und... Oh, da ist wieder ein goldener drinne. Da ist wieder ein goldener drinne. Wer ist es diesmal? Jemand anderes? Ja! Es ist ein Äffchen. Es ist... Oder sieht zumindest nach einem Äffchen aus. Wer ist das denn? Ich guck mal gerade. Nee, ich glaube, das ist Speedy. Hier. Ist das ein Faultier? Nein. Koala? Kann sein. Weiß es nicht. Okay, das war auf jeden Fall Türchen. Türchen, sag ich schon. Wir sind ja immer noch mal Adventskalenderfieber. Das war Nummer 9. Machen wir mal. Ne, das war Nummer 8. Jetzt kommt Nummer 9 hier in lila. Ich frage mich, wofür die. Sind das so Förmchen hier unten? Bei dem Pelz? Kann natürlich sein. Machen wir mal auf. Geht auch ziemlich einfach auf. Diesmal haben wir hier lila wieder. Wen haben wir denn hier? Gucken wir mal. Oh, das ist neu. Erinnert mich ein bisschen so an die Lost Kitties, muss ich ehrlich gestehen. Also sind natürlich keine Lost Kitties. Das ist hier ein Häschen, ein grünes Häschen. Ich hoffe nicht radioaktiv. Das ist Jojo. Oh, oder ist das ein Känguru? Weil hier vorne ist noch so ein Beutel. Ne? Ist das vielleicht ein Känguru? Sieht aber gar nicht nach einem Känguru aus. Türchen Nummer... Warum sage ich immer Türchen? Überraschungsei Nummer 9. So, kommen wir wieder zu Blau. Oh, ist es denn? Ist hier etwa keine Überraschung drin? Oder ist sie hier unten gelandet? Wo ist denn die Überraschung? Oh nein! Warum ist denn bei einem keine Überraschung drin? Das ist hier schade. Naja, aber wir haben Formclay. Ist es hier irgendwo? Nein. Was sind denn in allen? Muss doch eigentlich. Zumindest haben wir hier Formclay. So. Okay. Das heißt, wir werden 11 insgesamt bekommen. Beide, die haben wir schon. Ah, hier, den haben wir noch nicht. So ein bisschen helles Orange. Auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Gucken, wer hier rauskommt. Wieder ein goldener. Ja, wieder ein goldener. Oh, das ist wieder ein Känguru. Wie war der Name nochmal? Jojo. Okay. Das heißt, wir haben jetzt noch ein Überraschungsei, so nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, in Gelb fehlt noch eins. In diesem leuchtend Gelb. Leuchtend Gelb. Das machen wir noch auf. So. Ta-ta-da-da. So. Schöne Farbe. Gucken, wen wir hier noch haben. Oh, wieder eine andere Figur. Das ist eine Kuh, glaube ich. Oder eine Giraffe. Stretch. Ich würde eher sagen, eine Giraffe. Können wir den dann... Oh, ich wollte den Kopf eigentlich nicht abnehmen. Aber kann man anscheinend. Hm, warte, zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Also wir haben hier jetzt alle Dinger aufgemacht. Unsere Pearls. Sehr schön. Die zeige ich jetzt nochmal hier. Also wir haben zweimal den hier. Wir können die Köpfe hier, glaube ich, auch abnehmen. Ja, und wieder dran machen. Ist schön. Können wir die auch tauschen. Mache ich jetzt aber nicht. Dann haben wir hier einmal diese goldene Ente. Süß. Dann haben wir zweimal Jojo. Einmal in Gold und einmal normal. Auch cool. Dann den hier. Dann haben wir Kitty. Noch jemand. Haben wir hier noch den Elefanten. Das hier. Und dann haben wir noch Stretch. Okay, das sind alle Figuren, die wir hier rausbekommen haben aus dem Pelz-Display. 12 Überraschungseier.
Bei einem war leider einer nicht dabei, aber dafür haben wir Playform genügend. Sehr viel sogar jetzt mittlerweile. Was sagt ihr? Leute, gefällt euch Perz, sollen wir vielleicht nochmal 12 auspacken? Schreibt in die Kommentare und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren, kommentieren. Wir sehen uns. Ciao!